So, hallöchen, meine Freunde, so mein Name ist Gaudi. So, ich meine lieben Zuschauer, grüße euch recht herzlich zu einer weiteren Runde Amnesia Mission 4 Peaks. Ja, in diesem Part werden wir wahrscheinlich noch mehr Jumpscares erleben. Alleine wie es hier schon aussieht, Alter. Heieieiei, was wir für Mist schon wieder im letzten Part erlebt haben. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier lang. Da geht's nicht lang. Alter. Oh, diese Geräusche schon wieder, ne? Es ist... Scheiße, nein. Hier ist es auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Blut. Will ich hier lang? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Boah, ich habe gerade ein bisschen Schiss, wenn ich ehrlich bin. Ich nehme jetzt auch direkt den nächsten Part wieder auf. Also ich nehme wahrscheinlich jetzt mal jeden zweiten Tag oder sowas zwei Parts auf. Das passt ja bisher so ganz gut. Eigentlich soll ich ja zum Hauptpumpenraum. Und da will ich ehrlich gesagt gerade nicht hin, weil da Blut ist. Aber hier habe ich ehrlich gesagt auch die Befürchtung, dass hier irgendeine Scheiße rumläuft. Wahrscheinlich muss ich da hinten auch lang, ne? Es ist wieder komplett still. Hier sind wieder Maschinen. Konstrukte und sowas. Ich wusste es, wir müssen da unten lang. Wir müssen da unten lang, weil wahrscheinlich hier schon wieder die Maschine im Arsch ist oder... Oh. Maschine im Arsch ist? Ist das auch noch eins? Jetzt dürfte die Maschine doch eigentlich laufen, ne? Genau, jetzt sind wieder alle Zahnräder drin. Wurde uns ja auch gesagt, dass wir mal schön alle Zahnräder reintun sollen. Okay, die Maschine geht jetzt auch. Jetzt haben wir zwei Maschinen eingeschaltet, aber ich glaube, wir müssen trotzdem da weiter runter in den Keller, ne? Wahrscheinlich. Alter. Oh, ich habe immer so Schiss, dass einfach um eine Ecke irgendwie was lauert oder sowas. Aber freue ich mich auch schon wieder auf bei Outlast. Flutwasser beseitigt. Boilerzugang gewährt. Das freut mich natürlich. Es ist immer so laut hier, ne? Hier ist gerade auch irgendeine Maschine an. Und jetzt nicht mehr. Ah, was ist da unten, Alter? Ich will da gar nicht hin. Alleine wegen dem scheiß Blut, diesen Schweinekäfigen schon wieder. Das heißt doch nichts Gutes. Ist jetzt hier. Scheiße, es passiert doch gleich irgendwie was. Wenn Sie ein Objekt halten, können Sie es mit der rechten Maustaste werfen. Wieso sollte ich das werfen wollen? Ah! Ey. Deshalb sollte ich das wahrscheinlich werfen, denke ich mal. Was hat es mir jetzt gebracht, dass ich da runterkomme? Was war da jetzt? Was hatte das jetzt für einen Sinn? Da ist doch jetzt gleich irgendwo was. Was hatte dieser Raum jetzt für einen Sinn?
Vielleicht muss ich ja hier nochmal lang. Ach, gucke mal. War da gerade was? Ach so, oh, das ist dieses Drehding. Ah, ich sehe auch schon irgendwelche Paras oder so, Alter. Ich bin gerade so durcheinander, das glaubt ihr gar nicht. Ich trinke nochmal ein Stück, Moment. Ich brauche mal zwischendurch irgendwie was mit Zucker oder sowas. Das Auffinden der Kinder. Die Überschwemmung ist beseitigt. Ich habe mich durchgesetzt. Der Saboteur ist geschlagen. Mein Herz pocht vor Begeisterung, auch wenn sich mir alles dreht und ich in fiebriger Erwartung erschaudere. Wie diese Maschine nun ihre unmittelbar bevorstehende Wiedergeburt spürend um mich herum hämmert. Der letzte Abstieg lockt mich wie Lilly, wie einst auf unserem Ehebett lag und mich zum Mann machte. Ich glaube, wir kommen jetzt echt bald zum Ende. Aber ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Da kommen wir immer noch nicht durch, ne? Nee. Ich habe echt ein sehr, sehr ungutes Gefühl gerade bei der Sache. Das konnte es jetzt noch nicht gewesen sein, Alter. Es kommt gleich hundertprozentig nur irgendein scheiß Jumpscare. Aber wie zum Fick, wo zum Fick kommen wir hier raus? Bin ich gerade wieder zu doof? Hier runter. Ich springe lieber. Und warte jetzt wieder lieber, weil ich kenne das Spiel jetzt gerade mittlerweile. Und ich habe generell Angst, in solchen Situationen Leitern runterzuklettern, weil dann die Sicht direkt hinter die Leiter fällt und da meistens irgendeine Fratze ist oder so. Und ich will mich jetzt gerade wirklich nicht erschrecken. Das ist so uncool. Ja, jetzt komme ich, Kriseleffekt geweckt, Mann. Ihr lacht mich wahrscheinlich jetzt gerade wieder aus und denkt euch wieder, Alter, was der denn für eine Pussy, aber ich habe gerade echt Schiss. Okay, hier sind auf jeden Fall wieder Wassermonster. Okay, komm, Grieseleffekt, geh weg. Grieseleffekt, geh weg. Und wieso hat das Licht gerade geflackert? Das habe ich ganz genau gesehen. Du hast geflackert, du Hurensohn! Ah, geht doch. Hier steht das, ich frage mich auch, wieso man die nicht sehen kann. Stimmt, genau, hier war ja auch überall vorhin Wasser. Genau. Und da, genau da die Tür hinten habe ich gesehen. Ja, ist okay. Okay, das scheint, glaube ich, jetzt die letzte Maschine zu sein. Mal wieder diese Konstruktion hier, wofür auch immer diese Konstruktion ist. Ich habe ja immer noch keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ah, genau. Erstmal das hier drehen. Genau. Ich glaube, das sind echt irgendwelche Desinfektions-Scheiß-Dinger oder sowas. Keine Ahnung. Einfach nur, dass keine Bakterien nach außen gelangen oder so. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Achso, ach genau. Hat gerade nur nicht irgendwie funktioniert. Hallo? Ein Tisch. Okay. Damit habe ich ja gerade ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Ist hier einfach so ein Tisch und ein normaler Raum. Wo geht's denn da jetzt hin? Hauptsystemzugang. Eieiei, okay. Das endlose nach unten laufen und irgendeinen Weg finden scheint bald wirklich ein Ende zu haben. Dann gehen wir mal da durch. Die tanzenden Kinder, sie zogen das Kind aus dem Drescher oder zumindest das, was davon übrig war. Es gibt noch mehr davon, sagte der Vorarbeiter und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Zogen das Kind aus dem Drescher? Sind unsere Kinder in die Drescher gekommen? Das scheint auf jeden Fall jetzt auch der letzte Raum zu sein. Ich peile das gerade nur nicht. Und wo sind wir jetzt? Wir scheinen wirklich jetzt komplett... Ja,
im Herz der ganzen Maschine zu sein, um das mal so zu sagen. Es ist so still, ne? Diese Musik wieder im Hintergrund. Ach du heilige Scheiße, ey. Da ist wieder ein Zettel. Es ist so eine bedrückende Atmosphäre hier, ne? Was war das mit der Musik gerade? 15. März 1899. Habe mich krank und durchgeschwitzt auf mein Bett zusammengerollt. Sie reinigten das Zimmer über mir, aber ich kann nur die Stimme aus dem tiefen, aus diesem unfassbar liebenswürdigen Stein hören. Er singt mir vor und ich träume von einer großen Maschine. Auf den Ruinen der alten werden wir neue bauen. Wir werden Blumen in den verfallenen Brustkorb anpflanzen. Sie werden wachsen und verhindern, dass der Himmel herunterfällt. Ich erinnere mich, wie er mir zuflüsterte, als wir uns krank und würgend hin und her rollten. Und ich erinnerte mich, als wir in Southampton an Land gingen und wie wir beide weinten, denn es war exakt dieselbe Schändung, von der er mir vorgesungen hatte. Und dann kamen wir nach London und ich setzte ihn auf einen Kaminsims und dann gingen wir ins Haus, versammelten die Diener und machten mich daran, sie neu zu gestalten. Und dann ging ich in den Garten und begrub diese winzigen, zerschmetterten Schädel unter den klagenden Büschen der Rhododendren-Pflanzen-Zeugs. Ich sollte mit etwas gedämpfter Stimme lesen, wurde mir in den Kommentaren geschrieben, von daher versuche ich das auch gerade mal. Du, ist mir momentan nicht so krass möglich, weil Heuschnupfen und den ganzen Dreck und da ist mein Hals wieder so kaputt. Ach du heilige Scheiße. Ist mein Hals, wie gesagt, ein bisschen kaputt und muss ich momentan erstmal selber klarkommen. Das Herz der Maschine, wie ich es gerade sagte. Und als sie das erste Mal Papa sagen, schmolz mir das Herz wie auf dem Boden gefrorenes Blut, das zum Tauen und Herumschwappen in die Sonne gehalten wurde. Und sie waren unzertrennlich, immer zusammen, eine Seele in zwei Körpern und meine Liebe war allumfassend. Ich werde für euch sterben, flüsterte ich ihren schlafenden Gesichtern zu. Ich würde töten. Um euch zu beschützen, werde ich diese Welt vernichten. Ich habe mich durch dunkle Tunnel gekämpft, große Motoren, die verdorbensten aller Biester. Ich habe meinen Schwur erfüllt und diese Überschwemmung beseitigt. Und nun komme ich euch holen, meine geliebten Jungs. Kommt gerade echt ein bisschen Gänsehaut, wenn ich ehrlich bin. Was das für Gänge sind hier, ne? Kein Zugang für unautorisierte Personen, die Verwaltung. Geht's noch weiter runter? Was auch immer das hier ist, ne? Mal ein Schlückchen getrunken. Ich bin auch gerade, ehrlich gesagt, auch ein bisschen bedrückt, wenn ich ehrlich bin, weil ich will das Ganze gerade irgendwie nicht wahrhaben, wie das hier gerade ist. Es ist alles so ruhig und gleich kommt wahrscheinlich der Endboss und... Ich weiß es nicht, stürzt sicherlich auch gleich alles ein oder so. Das haben wir doch gerade vorgelesen. Das Lautsprecher? Das sind Lautsprecher. Es geht gerade sehr tief weit nach unten. Das passiert mit Sicherheit gleich irgendwie was. Die Musik hat doch aufgehört. Alter. Wozu steht dieses Konstrukt? Ich wusste es. Ich wusste es, Alter. Wir sind eigentlich der Schänder, der die ganze Scheiße hier gemacht hat. Und wir sind jetzt in unserer eigenen Welt im gewissen Sinne gefangen, dürfen alles selber durchleben, was wir geschafft haben. Ich hasse Aufzüge.
wie das aussieht da unten, ne? Also man erkennt jetzt nicht so viel wegen diesem ganzen Dampf und was weiß ich was, aber... Okay. Dann bin ich mal gespannt, meine lieben Freunde, was uns jetzt noch bevorsteht. Oh, Gänsehaut, scheiße, Alter. Das ist das Herz der Maschine. Heilige Scheiße, habe ich gerade Gänsehaut. Alter. Weiß ich auch nicht, Mandis. Du hast die Scheiße geschaffen. Du warst dieser widerliche Mensch, der alles vor deinen Kindern versteckt hat und deine Kinder wahrscheinlich auch selber umgebracht hat. Da habe ich jetzt gerade echt die Befürchtung, leider. Dass der Mandis seine eigenen Kinder umgebracht hat und jetzt in seiner eigenen Welt lebt durch diesen Amnesieunfall oder sowas. Dass er die Kinder jetzt wieder selber beschaffen möchte in seiner eigenen Welt und deshalb hier runter geht, die ganze Zeit nur Hirngespinste sieht. Okay, wohin geht's dort hinten? Brennstabkontrollraum. Kommen wir da schon durch? Tatsache. Will ich aber noch gar nicht, weil ich gleich hier den Part beenden werde, weil ich hier nämlich frisch wieder anfangen möchte, damit wir hier alles schön erkunden können. Wo auch überall diese Lautsprecher sind, ne? Ja gut, auch wenn der Part ein bisschen kurz war, meine lieben Freunde, möchte ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht hier direkt die Hälfte erkunden und dann den Part beenden. Das wäre auch ehrlich gesagt ein bisschen doof, wie ich finde. Deshalb gucke ich mich jetzt gerade hier nochmal ein bisschen um, aber es scheint jetzt einfach nur ein ganz großes Ding zu sein und das scheint das Herz der Maschine zu sein, die wir geschaffen haben. Was doch da oben ist, frage ich mich auch gerade. Da haben wir wahrscheinlich die ganze Zeit gestanden und... Steht da auch wer drinne? Nee. Wohin geht's hier? Wie groß ist das eigentlich nochmal hier? Das mache ich jetzt nochmal, bevor der Part jetzt nochmal zu kurz wird. Dann könnt ihr euch auch nochmal hier ein bisschen umschauen. Okay, hier geht's auf jeden Fall hoch. Und dort geht's hoch. Aber es geht dann, glaube ich, auch danach zu der Wand rüber, ne? Dass wir dann da oben sind. Und das ist halt das Herz der Maschine. Was für eine Maschine auch immer das ist. Es ist auf jeden Fall nichts Gutes, meine lieben Freunde. Ja gut, meine lieben Freunde, von daher beende ich den Part hier auch nochmal. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob der lang oder kurz geworden ist. Huiuiui, fast ein Teller umgehauen. Ist ja auch scheißegal. Dankeschön auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, was jetzt noch kommen wird, weil wir sind auf jeden Fall jetzt in dem finalen Part. Wir sind jetzt im Herz der Maschine und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was noch alles für Jumpscares kommen werden, was noch alles für Gruselszenen kommen werden, was für Verfolgungsszenen noch kommen werden. Da kann ich... auf jeden Fall euch noch ein bisschen Grusel versprechen und ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Let's Play Amnesia Emission for Pigs. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis dann. Ciao.